Wie viel Zoll sollte ein Laptop haben, wenn man als Fotograf damit arbeitet? Ja, diese Frage wird relativ häufig gestellt. Einige Leute sagen 13 Zoll, einige Leute sagen 15 Zoll, 16 Zoll, 17 Zoll. Die Meinungen gehen da sehr stark auseinander. Und ich habe auch zwei Gedankenspiele, die du dir vielleicht mal durch den Kopf gehen lassen solltest oder anhören solltest. Denn dann kannst du viel Geld sparen und vielleicht das passendere Produkt für dich finden. Ja, meine Meinung dazu werde ich im Video zeigen, aber erstmal kommt das Intro. Moin moin zusammen. Ja, die Frage nach dem Rechner, der Bildbearbeitung. Ich denke einfach mal, es ist relativ schwierig, da die passende Antwort zu finden für alle. So viel erst einmal vorweg. Der eine braucht einen großen Monitor, weil er auch, weiß ich nicht, immer so gucken kann, hat es gerne größer, für den ist der Platz nicht so wichtig. Der andere macht es lieber ganz klein und dezent dafür immer dabei. Und wie gesagt, ich habe zwei Gedanken dazu und die möchte ich euch einmal erzählen. Also, Szenario 1. Du nimmst einen großen Laptop, das heißt mindestens 15 Zoll, 16 Zoll, vielleicht sogar noch größer. Ja, das wäre eine Variante, wenn du keinen externen Bildschirm hast und sagst, mir langt ein Gerät, ich möchte gerne alles auf Mal haben. Und hat auch Vorteile, wie gesagt, ist alles etwas größer, fährst dich dadurch vielleicht ein bisschen besser an, hast das Gefühl, dass es etwas stabiler ist und der Bildschirm ist natürlich auch grundsätzlich immer von Vorteil, wenn er groß ist, das muss man ja klipp und klar sagen. Ja, dann muss man sagen, dass häufig in den Laptops, da wo mehr Zoll drin ist, dass die auch häufig etwas leistungsstärker sind. Häufig, nicht immer, es gibt natürlich auch wahrscheinlich Ausnahmen, da müsste man natürlich genauer gucken. Aber mein Eindruck ist, dass gerade die größeren Geräte häufig stärkere Prozessoren drin haben, ist eigentlich auch relativ logisch. Wenn das Gehäuse größer ist, dann kann da natürlich auch ein bisschen mehr Rechenleistung rein. Und denkst ein bisschen darauf an, was machst du? Schneidest du viel Videos, hast du eine sehr hochauflösende Kamera, dass du häufig viel Rechenleistung brauchst, dann würde ich sagen, kauf dir vielleicht den größeren Monitor beziehungsweise den Laptop mit dem größeren Monitor. Achte allerdings darauf, dass es ein wirklich gutes Display ist. Und gut ist natürlich wieder so ein bisschen Geschmackssache. Ich denke, viele Leute kennen Retina-Displays von zum Beispiel MacBooks. Und die glänzen halt und die sehen immer bombastisch gut aus. Das heißt, am MacBook, die Farben, Knaller, echter Hammer. Ist toll, genauso wie auch am iMac. Also Szenario 1, großer Bildschirm, 15 Zoll, 16 Zoll. Gerade so das MacBook Pro, das war jahrelang, glaube ich, so der Standard für Fotografen. Und ja, ist eine ganz coole Variante, aber ich bevorzuge mittlerweile oder würde mittlerweile Variante Nummer 2 bevorzugen. Tja, und was ist denn Variante Nummer 2? Ja, da kommt es drauf an, wenn du jetzt relativ klein unterwegs bist, dann kauf dir doch einen kleineren Laptop. Das heißt, du kannst ruhig was Kleineres kaufen. Da würde ich dann vielleicht den größten Prozessor nehmen können, was irgendwas da ist. Also das heißt, das Ding schön von der Hardware ordentlich hoch oben im Regal einkaufen sozusagen. Und ich würde dann, das Display kann ruhig etwas kleiner sein, weil mein Tipp ist nämlich, kauf dir einfach einen externen Monitor, denn ein 15 Zoll MacBook oder 16 Zoll MacBook oder MSI baut sehr, sehr gute Laptops für die Bildbearbeitung zum Beispiel, gibt es garantiert noch andere, ist natürlich schon nicht klein. Allerdings hast du ein kleineres Laptop, 13 Zoll zum Beispiel, dann kannst du natürlich am Laptop nicht so schön bearbeiten, aber kannst trotzdem arbeiten, tippen und so weiter, die Tastaturbefehle nutzen. Und du stellst dir aber daneben einen großen Monitor. Ich zum Beispiel habe mittlerweile einen 27 Zoll Monitor und das ist natürlich schon mal deutlich größer als 15 oder 16 Zoll
Und vor allen Dingen, du kannst beim Monitor richtig was Gutes kaufen. Ich empfehle da immer ein mattes Display. Man kann natürlich ja, ganz weit oben einsteigen, das heißt Premium-Hersteller wie zum Beispiel Aizu. Da kann man einen Monitor kaufen mit dem Adobe Farbraum, das ist der White Gamut Monitor, nennt sich das. Das ist ein sehr großer Farbraum. Viele Monitore decken 99% sRGB ab. Das ist ein relativ kleiner Farbraum und die ganz großen Bildbearbeitungsmonitore, Aizu, BenQ zum Beispiel, die decken häufig 99% Adobe RGB ab und der Farbraum ist deutlich, deutlich größer. Und ein Monitor hat deswegen den Vorteil, gerade wenn er so ja, gut einstellbar ist, viele Farben hat, wenn man den kalibriert hat, ganz wichtig, dann kann man die Farben wirklich sehen. Man sieht auf dem großen Monitor viele bessere Details und gerade Bildbearbeitungsmonitore sind häufig matt und das matte Finish ist eher wie ein Druck, denn Bilder werden selten von hinten angeleuchtet, wenn sie an der Wand hängen, aber sie sollen ja trotzdem schön sein. Und gerade diese strahlenden Displays sorgen häufig dafür, dass man, wenn man ein bisschen unerfahren ist und vielleicht nicht die Profile nutzt, die die Druckdienste einem zur Verfügung stellen, dass die Bilder häufig etwas dunkler sind, als was man sie gerne haben würde. Und ich habe mir deswegen auch einen Monitor gekauft, der ja, matt ist und einen sehr schönen großen Farbraum hat, weil ich möchte meinen Kunden, Modellen, möchte ich gerne die bestmögliche Bildqualität liefern und ja, stell dir vor, du machst eine Hochzeit und alle werden zu dunkel. Wäre ungünstig, oder? Also von daher achte da drauf. Zudem sollten die ein IPS-Monitor sein. Also Laptop zum Beispiel, wenn er an der Stellung ist, hat er eine andere Helligkeit als so. Also durch den Bildwinkel variiert das häufig sehr stark. Und das ist bei so einem IPS-Monitor nicht der Fall. Da hat man nicht immer so die gleiche Helligkeit. Und das sind einfach Gedanken, die können sich lohnen. Also ich würde lieber einen kleineren Laptop kaufen und dafür einen großen Monitor. Und in der Summe kommt man wahrscheinlich wieder beim gleichen raus, aber hat, glaube ich, die bessere Variante, die leistungsfähiger ist oder zumindest den Kunden einen Vorteil bringt. Ja, wie siehst du das? Lieber kleinerer Laptop oder lieber ein größerer Laptop? Und beim kleineren Laptop dann mit externem Monitor oder sagst du, ist egal, was kostet die Welt, den größten iMac, den es gibt, glänzendes Display, ich habe da Lust drauf und ja. Lass uns gerne diskutieren. Schreib es in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.